45 Kühe produzieren da auf dem Betrieb von der Familie Chamaun in Davos über 9000 Kilogramm Milch im Durchschnitt. Und das auf über 1500 Meter über Meer. Im Sommer gehen 3/4 der Kühe auf die Alp. Chamaun BS ist bekannt für schöne und leistungsstarke Kühe. Dabei ist auch eine ganz spezielle Brown Swiss Kuh, die in nur gerade 7 Laktationen eine Lebensleistung von über 100'000 Kilogramm Milch produziert hat. Tango Taiga hat eine durchschnittliche Laktationsleistung von über 12'000 Kilogramm Milch und eine Höchstleistung von 15'000 Kilogramm. Diese spezielle Leistung wird mit einem Foto geehrt. So eine Leistung im Berggebiet ist sehr außerordentlich. Florian Chamaun, wie schafft man so etwas? Ja, so etwas ist sicher mit Glück verbunden, braucht sicher ganz eine gute Genetik. Und will eine starke Kuh, Pflege, Futterung, gehört alles ein bisschen zusammen. Ja. Was für eine Rolle spielt Brown Swiss Kuh da dabei auf deinem Betrieb? Ja, die Brown Swiss Rasse ist sehr anpassungsfähig, ist sehr gut auf den Klauen, wenn wir alpen. Ein gutes Beispiel Taiga dazu, ist ja in jungen Jahren immer zu alt gsi, nie ein Problem gehabt und ist dann, im Alter ist sie dann die letzten 3 Jahre daheim geblieben und hat damit Höchstleistungen erbrungen. Ja. Die Brown Swiss Kuh hat also sehr viele positive Eigenschaften in Bezug auf Fitness und Milchqualität. Wie man auch bei der Taiga sieht, sind auch absolute Höchstleistungen möglich.